Herzlich willkommen bei Report K, Kölns Internetzeitung. Wir haben heute jemanden da, der gehört zur Freiburger Kabarett-Szene. Peter Vollmer, herzlich willkommen bei uns. Von Freiburg nach Köln, spannend. Sie sind nämlich auch in 2 Tagen oder in 3 Tagen, 22.03., das ist der Freitag, glaube ich, im Senftöpfchen zu sehen. Deswegen freuen wir uns, dass Sie heute schon bei uns sind und ein bisschen was erzählen, was Sie da als Programm machen. Sie machen Männerkabarett, habe ich gelesen. Das ist ja voll neben der aktuellen Quote, oder was muss ich mir darunter vorstellen? Ja, ich fand, nachdem es ja eine Zeit lang mal richtig explizites Frauenkabarett in der Tat gegeben hat, war es für mich ein Reiz zu sagen, ich mache Männerkabarett und erzähle eben die Dinge aus der männlichen Perspektive, die ja auch nicht immer eine leichte ist, gerade wenn es heute darum geht, dass man sich als Mann mit emanzipierten Frauen eben halt auch auseinandersetzt. Das hat ja dann doch hier und da ein paar spannende Aspekte dann im Alltag. Jetzt ist also ein Kontrapunkt zu Gerburg Jahnkes Ladies Night, die hier jahrzehntelang in Köln sozusagen gemacht hat und den Mann immer outdoor geschickt hat und irgendwo in den Garten gestellt hat. Genau. Ja, eben deswegen. Also umso mehr ein Grund zu sagen, es ist auch wichtig, dass Männer sich eben halt mit diesen Fragen beschäftigen und vielleicht gucken, dass sie eben auch eine spezifische Antwort eben halt auf solche Dinge dann finden. Ihr aktuelles Programm, das Sie auch zeigen, ist Frauen verblühen, Männer verduften. Ganz genau. Jetzt erklären Sie uns erst, warum Frauen verblühen und Männer verduften und überhaupt und was uns da erwartet. Ja, na, das ist ja eine Bearbeitung sozusagen eines Satzes, den der Heinrich Zille mal geschrieben hat. Wenn die Frauen verblühen, verduften die Männer. Da geht es zum einen darum zu gucken, stimmt das heute in der Tat noch so? Und ich sage dann ja auch, also meine Frau ist regelrecht aufgeblüht, nachdem ich verduftet war. Es geht also um Beziehungsfragen und so ein bisschen unter dem speziellen Aspekt, dass man nicht mehr ein ganz junger Mann und kein ganz junges Paar mehr ist, sondern so ein bisschen auch in die mittleren Jahre schon gekommen ist mit so ganz eigenen Fragen, die dabei aufgeworfen werden. Zille-Fan, also man muss das vielleicht nochmal erklären für die Jüngeren, die Heinrich Zille nicht mehr ganz kennen. Zille, sein Milieu, das war so ein Zeichner sozusagen, Berliner Milieu. Berliner Milieu-Zeichner, der aber eben halt auch satirische Texte geschrieben hat und ich bin dem Satz eben mal begegnet, fand ihn sehr treffend und sehr spannend und sehr lustig auch natürlich und deswegen habe ich ihn so als Motto dann eben dem Programm vorangestellt. Jetzt ist das ja schon Nummer 2 von Frauen verblühen und Männer verduften. Weil diese Geschichten ja gar nicht aufhören, es geht ja immer weiter. Es gab in der Tat mal eine Folge 1 sozusagen, mit dem das begonnen hat. Und das ist jetzt die Fortsetzung weiterer Geschichten, die sich daraus ergeben haben. Geht ja auch, glaube ich, so ein bisschen um die besten Jahre des Mannes. Wann fangen die an, wann hören die auf? Zwischen Brunft und Vernunft? Das habe ich mal gesagt, das ist diese Phase zwischen Brunft und Vernunft, zwischen Rennrad und Rollator. Also es lockt das Weib, doch bockt der Leib. Man weiß inzwischen, was man können könnte, aber eben manchmal nicht mehr wirklich kann. Schieben Sie schon oder rollen Sie noch? Es gibt Situationen, da schiebe ich dann auch schon mal, ja, wenn es sehr steil den Berg hochgeht. Mhm. Aber Sie sind Freiburg-Rennrad- Fahrer, das ist ja so, die Szene ist ja da so ein bisschen zu Hause auch, oder? Ja, man muss dazu sagen, Freiburg waren da die Anfänge sozusagen meiner kabarettistischen Arbeit. Inzwischen bin ich längere Zeit ja schon ein Kölner geworden. Ich fahre Rennrad auch lieber hier, weil es hier eben halt ein bisschen flacher ist und man nicht ganz so viel mit den Steigungen zu tun hat, wie im Schwarzwald. Schmitzebut schon mal gewesen? Ich kenne es auf jeden Fall. Doch, doch, ich habe mich da schon ein bisschen auch mit dieser Rennradszene da beschäftigt. Mhm. Aber nicht bei Rund um Köln oder so schon dabei mitgefahren? Köln bin ich auch schon, die kleine Runde zumindest bin ich mitgefahren und ansonsten habe ich bei einigen der Köln-Triathlons auch schon mitgemacht. Holla, Köln-Triathlon gleich, das ist ja ordentlich. Die ganz große Runde oder gibt es ja auch so mittlere, kleinere Dazwischenrunden? Es fängt ja mit dem sogenannten Hausfrauen-Triathlon geht es ja los, da kann man irgendwie 500 Meter schwimmen, aber ich habe es am Ende bis zur Mitteldistanz geschafft, bis zur sogenannten Mitteldistanz, wo man 1,9 Kilometer schwimmt, 90 Kilometer Rad fährt und dann einen Halbmarathon läuft. Wunderbar. Also Sie sind nicht der typische Typ, über den Sie jetzt eigentlich reden, der Golf spielt, leichten Bauchansatz hat, Komfortlimousine fährt und eine Zweitfrau sich schon gönnt. Nein, also Zweitfrau schon mal gar nicht, aber eher der, der es eben halt mit einem Rennrad oder in dem Fall einem Triathlonrad noch probiert. Jetzt hat eine Zeitung geschrieben, Sie machen skurrile Geschichten. Können Sie das nachvollziehen, dass das Ihre Geschichten skurril sind? Ja, doch, kann ich nachvollziehen. Also ich fühle mich auch mit solchen Geschichten sehr wohl. Also die damit anfängt zum Beispiel, dass der Mann eben halt einen 6 mm Dübel in die Wand bohren will und am Ende das Haus quasi neu aufgebaut werden muss. Also Geschichten, die dem Alltag durchaus entlehnt sind, also immer einen wahren Kern auch haben und natürlich so ein bisschen satirisch dann übertrieben und ein bisschen auf die Spitze getrieben werden. Doch, doch. Kommen mehr Frauen zu Ihnen ins Kabarett oder mehr Männer?
Es gibt einen gewissen Frauenüberhang in der Tat, was wahrscheinlich daran liegt, dass Frauen generell diejenigen sind, die also eher Richtung Kultur sich orientieren und ihren Mann dann entweder mitnehmen oder halt sagen, kommen die Mädels aus der Nachbarschaft, die machen jetzt zusammen einen schönen Abend und die dann eben so in der Gruppe kommen. Weil sie den Herrn so schön durchs Bier ziehen sozusagen, haben die dann da eine Menge Spaß. Haben die eine Menge Spaß, aber ich denke, Männer haben da auch Spaß dran. Also wer in der Lage ist, als Mann ein bisschen auch selbstironisch über sich selber zu lachen, der kommt da auch wirklich voll auf seine Kosten. Jetzt haben Sie hier so eine schöne Gitarre stehen. Können wir mal was hören aus dem Programm? So zwei, drei kleine Anklänge sozusagen. Zum Beispiel jetzt gerade so ein paar Männer-Protest-Songs. Ich bin als Mann ersetzbar durch Geräte wie gemein. Der Vibrator macht es besser und schläft hinterher nicht ein. Ich trug sie auf Händen, das ging früher noch. Wenn ich's heute versuche, krieg ich sie nicht mehr hoch. Von der kleinen Kneipe in unserer Straße wank ich nach Hause und hoff, dass sie schläft. Sie steht in der Tür und hält drohend den Besen. Ich frag, machst du sauber oder fliegst du noch weg? Wunderbar. Wunderbar, ganz herzlichen Dank. Ist das eigentlich so als Kabarettist schwierig, in der Comedy-Stadt Köln und der Karnevalsstadt, also ohne Karneval auszukommen? Und oder wie empfinden Sie das oder wie erleben Sie das auch? Ich sag mal so, es ist nicht schwierig. Ich habe auch in der Karnevalszeit mit Kabarettauftritten durchaus zu tun. Habe auch schon mal allerdings nicht in Köln, sondern in dem Fall jetzt in Darmstadt mal in Karnevalsveranstaltungen auch schon mal reingeschnuppert und da Erfahrungen gemacht. Da gibt es natürlich auch eine große Schnittmenge, also durchaus vieles, was auch das Karnevalspublikum dann durchaus gutiert, wenn man als Kabarettist kommt und umgekehrt eben auch. Also ich bin da sehr, offen und habe da keine Berührungsängste. Freitag, 20.15 Uhr geht es, glaube ich, los. Gibt es noch Karten? Kann man noch vorbeikommen? Ich sag mal, wer sich jetzt entscheidet, der hat gute Chancen, noch Karten zu kriegen fürs Senftäpfchen am Freitagabend. Mhm. Ja, ich glaube 24.20 Uhr. Ja, genau so. Wenn jetzt nicht noch irgendwelche Gebühren dazukommen, sind das die Preise da. Mhm. Habe ich in der Pressemitteilung gelesen, deswegen habe ich das jetzt irgendwie gerade mal drauf gehabt. Jetzt schreiben Sie aber auch Bücher. Und zwar, Ihr aktuelles Buch ist, wer den inneren Schweinehund besiegen will, muss die Sau rauslassen. Vielleicht mal so in zwei, drei Sätzen, um was geht's? Das sind eben auch Geschichten, die passieren, wenn man so als Mann in meiner Lebensphase halt guckt, was noch geht, wenn man sich sozusagen, wie es heute heißt, selbst optimieren will und was man da eben alles macht, um ein bisschen smarter und fitter und schöner zu werden und sich auch quasi ethisch wieder aufzuwerten. Das sind eben halt auch solche Geschichten, die in diesem Bereich dann spielen und das Ganze so ein bisschen locker verknüpft und dass dadurch eben halt ein Eindruck von dem entsteht, was man heute machen kann und wie das im einzelnen Fall mal mehr und mal weniger erfolgreich ist. Ethisch aufwerten, was muss ich da bitte machen? Na, es ist ja, man muss ja heutzutage richtig essen, man muss eben halt auch das richtige Wording haben, ja, und wie man da eben halt dann vorankommen kann, dass man auch in der Beziehung eben halt sich in einer sinnvollen Art und Weise verhält und miteinander auseinandersetzt. So, solche Dinge kann man heutzutage alle lernen, da gibt es ja immer Coaches dafür, wo man dann eben halt Kurse buchen kann und solche Dinge habe ich dann eben halt zum Teil auch ausprobiert und gemacht. Und mit Erfolg? Also sind Sie jetzt ethisch gereift? Ich fühle mich auf jeden Fall so. Doch, doch. Super. Gibt es bei Bastei Lübbe, glaube ich, das Buch. Ist das erschienen? Damit wir das auch noch mal ein bisschen erklären. Das aktuelle Programm, er hat die Hosen an, sie sagt ihm, welche. Kommt das auch noch nach Köln, wenn dann Folge 2 von Frauen verblühen und Männer verduften beendet ist? Genau, das kommt auch nach Köln auf jeden Fall. Wir haben also dann, ich glaube im Oktober einen Termin im Senftöpfchen auch mit dem neuen Programm. Er hat die Hosen an und aber ansonsten eben auch unterwegs auf Tour, auch hier in der näheren Umgebung immer mal wieder. Sogar in Düsseldorf. Thema ist unerschöpflich, oder? Ich finde ja, auch deswegen, weil natürlich viel schon erzählt worden ist, aber die Dinge sich ja auch verändern. Also weil eben halt, das zeigen ja auch diese aktuellen Debatten und Diskussionen jetzt, das bleibt ja nicht gleich. Also die Art und Weise, wie wir eben miteinander umgehen in Partnerschaften, verändert sich ja sehr stark und ist man ja auch mit neuen Herausforderungen als Mann eben auch konfrontiert. Also so, wie man eben heutzutage manchmal seine Fertigkeiten an irgendwelche Gerätschaften abgibt und ohne Navigationsgerät aufgeschmissen ist. Das sind Dinge, die natürlich als nicht nur Männer, sondern aber vielleicht auch die in besonderer Weise betreffen.
Peter Vollmer. Am Freitag im Senftöpfchen, Frauen verblühen, Männer verduften. Herzlichen Dank für den kleinen Einblick in Ihr Programm und viel Spaß. Und ich glaube auch, Sie können noch tief schürfen und werden noch viel in der Männerseele finden. Danke, dass Sie bei uns waren. Ich bleibe dran auf jeden Fall und danke auch sehr herzlich. Dankeschön.